Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück, ich bin's der Schansen und wir spielen weiter Asgard 2. Wir befinden uns auf dem Weg zu diesen roten Kolosstoren, haben unser Schwert von Petar, kann ich euch mal zeigen, weiter bauen lassen. Das muss ich erstmal ein bisschen aufbauen, bevor wir hier weiter spielen, denn sonst ruckelt das. So, das ist unser Schwert und jetzt können wir das machen. Das ist schon ziemlich cool, oder? Das ist so eine Peitsche, ne? Dann halt auch die Gegner wahrscheinlich mit ranziehen oder so. Das ist schon ziemlich cool gemacht. So, wir... Oh, das war natürlich bald ein Schwert. Ich habe ja, ich brauche das Reittier, denn wir müssen mit diesen roten Toren. Und wir müssen diese Halbstatuen in der Wüste zerstören. Ich weiß nicht, welche da gemeint sind. Ich habe noch gar keine gesehen, glaube ich. Ich will mal kurz rumgucken. Es muss hier so ein paar Statuen geben, die zerstört werden müssen. Weiß nur nicht, wo sie die... Also wo er die Petar überall die Statuen hingesetzt hat. Wenn ich mal eine finde, dann wissen wir ja, wie die aussieht. Ich weiß, im Moment habe ich keine Ahnung, wie die aussieht. So. Die meint er ja wahrscheinlich nicht, oder? Hier rüber rumliegen. Das wäre ja übertrieben viele. Riesig, meine ich. Nee, da hinten hin. Und jetzt können wir mit unserer Peitsche nämlich uns ranziehen an verschiedene Sachen. Wenn man so läuft... Ich gucke im Kopf nach hinten, genau da reite er dahin, wo ich hin. Das ist ziemlich cool gelöst. Also es macht richtig Spaß. Ich gucke nach links, nach der darüber. Darüber, nach der darüber. Also das ist schon. Das hat schon was. So. Da müssen wir hin. Viecher? Ja. Lassen wir mal einfach dahinter uns. Wir werden es schnell machen. So, was okay. Leben. Und da, shit. Wie ihr seht, hier ist es ganz, nicht ganz ausgehauen. Ich finde immer, wenn man den großen Gegner ist, wie hier in der Wüste, dann hakt und rückelt das Spiel schon. Und das ist schon sehr schade. So.
Ach du Scheiße. Okay. Wie ihr dieses Ruckeln ein bisschen in den Griff bekommen könnt, ist, wenn ihr jetzt, sagen wir mal so, wie ich jetzt hier ein, zwei Stunden hintereinander gespielt habt, die Quest einmal auszumachen und wieder anzumachen. Ab und zu kommt es mir so vor, dass der Cache oder der Speicher dann relativ voll gelaufen ist und dadurch danach das so ein bisschen leerer wieder ist und Entschuldigung, das einfach einfacher ist für das Spiel wieder mehr reinzumachen in diesen Cache. So, wir müssen einmal gucken, dass wir wieder ein bisschen Leben reinbekommen. Ich hab das. Oh, das ist ja dann. Jetzt hakt er komplett. Mann, tut mir so leid. Das ist wahrscheinlich, sobald ich huste, sehr laut für euch. Muss ich nochmal ändern. Heilen wir uns erstmal mit unseren Getränken. Fühle mich schon besser. Gucken, wo wir hier sind. Und was es hier gibt. Die rote Kluft. Nicht leicht zu überqueren. Selbst voll bewaffnet. Oh, ist das eine Herausforderung? Ich dachte, man könnte durchspringen. Müsst ihr das tun? Ich wollte ein Bad nehmen. Okay. Was für ein Rausch! Ja, was für ein Rausch. Nein! Nee, warte. Fühlt es sich so an, zwischen euren Welten zu reisen? Wow. Schockt schon. Und hier? Ich würde das nur zu gern zerbrechen. Wir werden es schnell machen. Was alles haben wir noch machen können? Wir sind darüber. Das Schwert. Okay, man kann hier wirklich jetzt überall hinkommen damit. Oh Mann. Sollte nicht allzu schwer werden. Oh. Diesen Geschmack mochte ich noch nie. Muss ich das? Ein Nicker soll euch gut tun. Entschuldigung. Okay, jetzt müssen wir kurz überlegen. Komme ich nicht so einfach hoch? Ich muss ja einen Weg nach oben geben. Frage wie? Ach, darunter komme ich nicht. Okay. Naja. Gar nicht. Wenn ich wissen, wo wir hin sollen. Ah, hier mal hoch, okay. Ah, guck mal, hier können wir was machen.
trinken. Da können wir rüber flattern. Aber. Wo sind wir da hin, ne? Doch, gerade eben hätte ich geradeaus rüber gehen können. Das war geil. Ich den ganzen Weg hier hinlauf. Außen rum. Warte mal, was passiert hier? Stell ich mal darauf. Fürs Erste reicht. Aber ist die Frage, was passiert da, wenn sie darauf steht? Ich kehre nicht um, bis ich Sekhmet oder dem Tod gegenüberstehe. Okay, gehen wir hier rein. Elementarschaden. Gut. Im Handumdrehen kann super erst, wissen wir schon. Wir brauchen mal so einen Rüstungsstein für uns. Langsam mal wieder. Südliche Torhaus. Warum wohnt die jetzt? Anscheinend möchte niemand außer mir hier sein. Nicht mehr sind. Da konnte ich nicht rüberziehen. Okay. Bekomme nicht genug Aufmerksamkeit. Weiß hier nichts anderes, wo ich mich hinflattern kann, ne? Oben. Das Schwert ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Achso, und deswegen muss ich mich da. Achso, deswegen muss ich mich mit dem rüberziehen. Die auch ganz clever gelöst. Da muss man natürlich aufpassen, dass auch überall immer so ein Haken irgendwie sitzt, ne? Guck mal diesen ganzen Mechanismus gerade mal an hier. Wir sind da. Wir können hier noch nichts, würde ich sagen. Noch können wir hier nichts machen. Da drüben mal auf die andere Seite. Nein. Kann ich auch die Sachen holen? Oh. Ich bin jetzt runter, okay. Machst du? Ich kann es nicht, also tue ich es nicht. Und hier auch nicht rüber, nee, okay. Gut zum Überlegen, wie es hier geht, ne? Dass ich die Sachen holen kann. Nein, nein, nein! Oh. Ja, nicht durch, du. Ah, okay, okay. Was macht jetzt Sinn? Hm? Das Ding gedreht. Kommen wir jetzt da hoch? Auch Gegner greifen, aber ich kann auch hier irgendwas machen, sehe ich gerade. Ach so, ich kann. Ah, okay. Bin ich nicht ganz ran? Ah, wenn ich es so mache. Komm ich nicht ran. Warte mal. Ich
So, ich muss mich doch wahrscheinlich umschwingen, ne? Alter. Was ist denn gerade für ein Scheiß? Ist gut. Wie fliege ich nochmal rüber jetzt? Also dumm, ganz vergessen gerade, wie ich das mache. Ich habe mit der Liegen da schon viele Leichen. Schon lange ist niemand mehr hierher gelangt. Gut. Ich jetzt irgendwie durch die Brücke. Zu früh gefreut. Natürlich sind Seths Schergen zur Stelle. Das ist der Einsatz für diese Schwertpeitsche. Oh, wo war der im Tempel von Osiris? Heilt euch. Oh, nee, hat er mich mit dem Feuerding erschossen. Oh, 3 Stück sogar. Okay, müssen wir mal ein bisschen hinterher sein. Etwas peinlich. Das stimmt. Hoffentlich erwarten uns keine weiteren Überraschungen. Wissen Sie, die Luftkämpfe sind so ein bisschen auch nervenaufreibend, weil man immer nach links und rechts gucken muss und man irgendwie weiterkommt. Das nervt total. Gut. Scheiße, überall.
Nee. Mit Schwert. Schwert. Shit. Okay. Oh, mein Headset-Battery ist low. Egal, wir müssen uns noch jetzt überqueren. Wo waren wir? Hier durch. Nein! Was sollen wir jetzt hier machen? Konnte ich mich an ihren Ring schwingen? Das ist natürlich ziemlich cool. Ihr seid noch nicht mit mir fertig, oder? Außer Sicht. Und jetzt die Höhle. Ich wittere euch immer noch. Klettern. Oh Mist. Hätte ich hochklettern können, habe ich nicht gesehen. Ach, Gott. Probieren wir nochmal. Wir können direkt hier anfangen. Ich hatte bessere Momente. Ich weiß, dass ihr in der Nähe seid. Gerade rechtzeitig. Kurz vor, ich sehe euch gern dabei zu. Nein! Ein Gong? Zeit, etwas Lärm zu veranstalten. So gut wie tot! Ihr könnt mich jetzt nicht befriedigen! Die Scheibe wird euch helfen! Oh bitte, ich war fast weg! Man muss das Schwert echt immer im Anschlag haben, sonst wäre das nichts. Ihr seid noch nicht mit mir fertig, oder? Okay. Wir kommen können wir auch gleich hier. Ihr könnt den Sterblichen nicht sterben lassen. Verstecken! Mist. Ich muss schnell durchziehen hier. Ich cool gemacht. Versucht nicht so göttlich zu leuchten. Sie spüren euch immer. Das reicht. Im Gong oder so, wo wir hingehen? Wie sieht's schon ziemlich cool aus, ne? Aber kann man hier noch irgendwo anders hin? Ich kann jetzt schon euer Blut schmecken. Ach, da oben ist ein Ding, wo ich wieder hochziehen kann. Okay. Habe ich nicht gesehen. Wo waren wir? Oh nein. Okay, da ist das. Okay. Wo kommt denn? Sehen wir mal. Ich kann hier raus, okay. Ah.
schnell hoch. Abgehängt. Das glaube ich kaum. Wirft Waffen auf die Gongs und machen wir. Ich war noch nicht fertig. Oh. Okay, abwechselnd hin und links und rechts, ne? Etwas peinlich. Ich muss da irgendwie hochkommen bei dir, ne? Okay. Könnt den Sterblichen nicht sterben lassen. Wow. Lauft ruhig weg! Ich kriege euch später zu fassen! Danke, dass ihr uns nicht verraten habt. Gut. Ignoriert mich nicht. Links. Was hat er jetzt gerade gemacht? Hat er ihn runtergelassen? Gut. Aber ich glaube, es ist ein guter Moment, um hier auch eine Pause zu machen, da mein Headset ja eh bald leer ist. Segment ist ganz schön hart und riesig vor allen Dingen, aber ich denke, wir werden sie beim nächsten Mal wiedersehen und dann machen wir sie platt. Vielleicht. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.